So Leute, neuer Vlog. Vieles passiert seit dem letzten, aber dazu kommen wir später. Als allererstes wollen wir eine Runde aufs Wasser gehen. Es ist jetzt Freitag morgens 8 Uhr und wir haben ja, zwischen 20 und 30 Knoten. Steffen kommt gleich und ich will auf jeden Fall mit dem 10er Duo Ton Rebel raus und dann schauen wir mal, was geht. Viel Spaß! So, wir haben jetzt aufgebaut. Der Wind ist ein bisschen runtergegangen, aber ist sehr böig. Und immer wenn die Wolken anfangen, sich so ein bisschen ja, quasi glatt zu ziehen, dass keine richtigen Konturen mehr zu erkennen sind, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass der Wind bald zunimmt. So zumindest immer bei uns bei Südweststürmen. Ja, ich ziehe mich jetzt um und dann geht's ab aufs Wasser. Yeah.
Das war mal eine Session, Leute, das kann ich euch sagen. Das erste Mal seit lang wieder mit richtig, richtig, richtig viel Wind. Der Zehner war teilweise echt viel zu groß. Wir konnten den kaum noch halten, beziehungsweise ich in dem Fall. Und konnte, beziehungsweise war eins bis zweimal kurz davor auszulösen. Zum Glück konnte ich den Schirm noch rechtzeitig landen. Die anderen, die nach mir dann rausgekommen sind, mussten jeweils alle festgehalten werden. Aber für mich sind das einfach die Tage, die Kalten ausmachen. Das ist einfach das Geile, das Adrenalin, das gespürt wird. Die Sprünge, die immer höher, immer weiter gehen. Das ist einfach, ja, das ist Kiten. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass die letzten Wochen relativ viel passiert ist. Unter anderem waren wir in Dänemark zusammen mit Dorian und wir waren danach beim Hänglin Höher, den ich diesmal auch gewinnen konnte. Vielleicht ein paar Ausschnitte davon mal kurz. Und die Frage ist für mich so ein bisschen, interessiert euch sowas auch? Also, dass ich auch mal ein bisschen mehr erzähle, ein bisschen quasi laber, vielleicht nur ein, zwei Fotos zeige von den jeweiligen Geschichten. Oder wollt ihr wirklich immer Action, Action, Action und dann halt nur ein, zwei Sätze drumherum, wie viel Wind war, wie es auf dem Wasser war, mit welchem Material ich draußen war und so weiter. Lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Ich bin jetzt gerade auf der Fähre Glückstadt-Wischhafen auf dem Weg nach St. Peter-Ording zur nächsten Session. Und wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Bis dahin, ciao.